Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder was richtig Cooles. Also ich liebe Women's Best Unboxings und ich habe da richtig, richtig viel geshoppt. Also ich muss sagen, ich bin wirklich eskaliert. Ich habe 6 Kilo Supplements und Sportkleidung bei denen gekauft. Ja, ihr kennt es ja schon von mir. Ich habe da schon öfter auch ein Video dazu gemacht. Und ja, ich wollte noch vorher was sagen, bevor wir direkt mit dem Haul starten. Und zwar, schaut mal, das ist die fette Kiste hier. Aber, wie ihr seht, hat sich mein Hintergrund geändert. Ja, ich wollte noch dazu sagen, das sind Produkte von posters.de. Ich habe das jetzt mal so angereiht. Ich habe keine Ahnung, ob es so bleibt, ob ich noch was verändere. Aber ich fand die Goldrahmen einfach so schön bei denen. Die haben Goldrahmen, Silberrahmen, Holzrahmen und die sind auch relativ günstig. Also für die Qualität, Leute. Also falls ihr auf der Suche seid nach coolen Postern oder auch Rahmen, ja, dann schaut gerne in der Infobox vorbei. Ihr seht, warte, ich zeige es euch mal. Also die sind wirklich, ich habe schon vieles ausprobiert, Leute, aber die sind so krass. Das ist Plexiglas hier und Goldrahmen mit verschiedenen Aufhängungen, mit einem Steher. Und ich habe mir halt jeweils die Poster reingekauft. Ich habe aber auch leere Rahmen gekauft, weil ich die verschenken will. Ja, und ich bin echt fasziniert. Also ich habe diese Qualität noch nirgends anders bekommen. Ja, so viel dazu. Jetzt starten wir direkt mit dem Haul und ja, schnappt sich was zu trinken, was zu essen, denn es wird ein bisschen länger und es geht auch um Snacks, also bleibt nicht ohne Snack jetzt sitzen. So, ihr habt das Paket ja gesehen, 6 Kilo Leute und ich muss auch sagen, Women's Best hat so eine krasse Box hier. Mit so einem Druck drinnen. Ich kann es nicht zeigen, weil es ist einfach zu groß und zu schwer. Deshalb starten wir direkt und zwar mit einem neuen Sportoutfit von mir. Das habe ich mir bestellt in der Größe XS und L. Also XS Unterteil und L Oberteil. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Das ist das Red Marble. Und ich habe ja diese Sportkleidung schon, aber ich wollte einfach mal so ein bisschen andere Farbe probieren. Letztes Mal hatte ich mir das in Beige gekauft mit dem Rückenausschnitt und ich fand es echt schön. Und der Stoff ist auch richtig gut, elastisch. Also ja, schaut da gerne auch bei meinen anderen Women's Best Unboxings vorbei. Das habe ich sicher schon 2-3 Mal gemacht. So, dann geht es direkt weiter mit meinem Lieblingsshake. Den kann ich euch nur empfehlen. Den haben schon so viele auf Instagram wegen mir gekauft. Und ja, haben mir auch dazu gesagt, dass sie den so, so, so geil finden. Also das ist einmal hier der Shape Body Shake in Vanilla. So sieht der aus. Und übrigens, Leute, ich habe neue Nägel. Die sind rot. Das ist meine absolute Lieblingssorte. Da gehen 33 Portionen raus, wobei es könnten auch mehr sein. Also ich nehme nie so viel Pulver und es schmeckt trotzdem so gut. Am besten kombiniert mit der Alpro Sojamilch, mit der Vanille. Und dann schmeckt es so geil, Leute. So, dann geht es weiter mit Protein Pancakes. Und da muss ich ehrlich gestehen, die habe ich für meine Schwester besorgt. Ich bin schon ungefähr seit einem halben Jahr oder so dahinter, immer wieder mal zu schauen, ob die online sind. Die sehen so aus, aber die sind halt meistens leider ausverkauft. Schade. Und ich wollte die unbedingt in Unflavored. Die gibt es nämlich auch noch mit Himbeergeschmack. Und das sind jetzt 6 Portionen mit 500 Gramm. Ja genau, also ich wollte die neutralen, weil Himbeer, weiß ich nicht, wie das schmeckt. Deshalb probiere ich die jetzt mal und ich habe sie endlich ergattern können. Ich hoffe, meine Schwester freut sich darauf. Die kosten ungefähr 14 Euro und das finde ich eigentlich ganz okay. Dazu passend habe ich dann Sugar-Free Sirup gekauft. Ja, 425 Gramm, laktosefrei, glutenfrei, sojafrei, vegetarisch, vegan. Also echt ziemlich, ziemlich cool. So sieht das Ganze aus. Made in Netherlands. Pro 5 Gramm, also circa eine Portion, hat ungefähr unter 1 Kilokalorien. Oh mein Gott! Also im Vergleich zu diesen, wie heißen die nochmal? Diese Karamell-Ding von Action, die haben 600 Kilokalorien. Und da habe ich ja gesagt, ich darf mir die nie wieder kaufen, weil ich fresse das ganze Packerl leer und das ist echt so cool. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Also die zwei Produkte dann in Kombination, das muss so geil schmecken. Also ich gebe euch auf jeden Fall Bescheid, vielleicht sogar schon in der Infobox, wenn ich es bis dahin noch getestet habe. So, dann geht es noch mit einem normalen Produkt weiter und dann kommen wir zu Women's Best Beauty. Die haben nämlich eine komplett neue Beauty-Reihe sozusagen gelauncht. Ja, ich bin der Oberfan von Women's Best. Ich habe eine eigene
Lade, ich kann euch das mal einblenden, nur mit Woman's Best Produkten. Ich habe fast jedes Produkt von Woman's Best schon getestet, bis auf jetzt ein paar neue hier. Aber ja, ich hatte mal so eine Zeit, da habe ich immer so für 400-500 Euro bestellt und alles durchprobiert. Okay, es ist jetzt nicht recht viel weniger gewesen, 250, 260 Euro, aber ich habe mich schon ein bisschen mehr im Griff. Dann geht es weiter mit dem BCAA Amino und zwar ist das jetzt die Sorte Watermelon. Da sind 40 Portionen drin und ich muss sagen, das ist auch eins von meinen Lieblingsprodukten, weil diese Aminosäuren von Woman's Best einfach so hochwertig sind und die pushen euch richtig beim Training oder davor. Und das ist vegan, laktosefrei, glutenfrei und genau, da steht noch dabei, zwischen, während oder nach dem Training verzehren, 1 bis 3 Mal täglich. Und ich nehme das dann immer einmal vorm Training und ja, wenn es mir gerade so schmeckt, dann vielleicht noch einmal nach dem Training. Und deshalb finde ich das einfach sehr, sehr gut. Watermelon kann ich nur empfehlen. Ich habe es auf Instagram auch schon reingeschrieben. Ich habe da nämlich ein Highlight. Ich heiße da liveofbenita_youtube. Ich habe dann Highlight mit Codes. Oder Rabattcodes, irgendwie so. Und da habe ich auch meinen Woman's Best Code drinnen. Das ist nämlich absolut gar keine Kooperation. Ich habe das alles immer selbst bezahlt, aber da gibt es so eine Freunde-Empfehlungsfunktion. Und da könnt ihr 10 Euro ab eurem Einkauf von 50 Euro sparen. Und ich schreibe euch den Link unten rein. Das bringt mir in dem Sinn gar nichts, aber für euch ist es ein Vorteil. Und das Problem ist nämlich, bei Woman's Best gibt es keine Rabattcodes. Also die haben fast nie Rabatte. Die haben nur manchmal Sale, wo sie ein paar günstigere Produkte so raushauen, aber die haben nie einen Influencer-Rabattcode. So, und dann wollte ich euch was zeigen. Und zwar jetzt kommen wir zu der Beauty-Reihe, was jetzt neu gelauncht wurde. Vorher hat es schon diese Chewable Hair Vitamins gegeben. Das sind 60 vegetarische Gummis. Und da sind noch 2 drinnen. Wow. Die sind vegetarisch, glutenfrei, cruelty-free und sojafrei. Und da sind alle möglichen Vitamine drinnen, Calcium, Biotin, also Zink, Kalium, alles was ihr braucht für Haut, Haare, Nägel. Und die sind so gut. Und Leute, es haben mich so viele angeschrieben auf Instagram, hey, deine Haare wachsen so schnell, warum wachsen deine Haare so schnell? Und lustigerweise hatte ich die gerade so um die 20 Tage verwendet und dann habe ich selbst überlegt, warum wachsen meine Haare so schnell? Und ich glaube, dass es wirklich deshalb war. Also ich habe sonst nichts gemacht, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehen die so aus. Und die schmecken auch so, so gut. Die habe ich immer mit meiner Schwester teilen müssen. So schauen die aus. Und die sind auch richtig lecker. Seht ihre Hand in die Kamera und bin das Letzte. So, und genau weil uns die so geschmeckt haben, mir und meiner Schwester, habe ich jetzt andere wieder nachbestellt, weil die waren so lange ausverkauft. Jedenfalls habe ich jetzt gleich für mehr Nachschub gesorgt. Und in einem anderen Paket, also ich zeige es euch gleich, da sind noch ein paar andere drinnen. Aber das ist jetzt die eine Sorte und zwar Berry. Übrigens sind die H-Vitamine vegan und es sind für 30 Tage welche drin, also 2 Stück pro Tag, 60 Stück. Und die sehen jetzt so aus, die sind schon so jellyartig. Das sind jetzt alles 3 dieselben. Ich habe eh schon eine Packung offen gehabt, weil ich habe die schon probiert und die sind so gut. Die sind auch weicher als die anderen, die sehen so aus. Und ja, also ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Die sind auch gar nicht teuer, weil es gibt bei Bipa oder so welche, die kosten 25 Euro und mehr. Und ich meine, wenn ich bestelle und nehme 2 oder 3 Packungen, ich spare mir noch 10 Euro, dann ist es echt günstig, Leute. Also, und dann geht es weiter mit diesem coolen Bundle hier. Das ist so ein komplettes Beauty-Bundle und dem True Beauty. Und zwar ist das die Beauty Box. Da ist Kollagen, Powder drinnen, Hair Vitamins und Jelly Beans. Und ich zeige euch das Ganze jetzt mal. So sieht es aus. Und das kann man dann hier öffnen. Und das war ja eins der neuen Pakete von der neuen Beauty, sozusagen Beauty-Linie von Woman's Best. Und ich musste zuschlagen. Natürlich, Schnäppchenjäger, weil wenn man die Produkte einzeln kauft, ist es ein paar Euro teurer. Und ich erkläre es euch ganz kurz. Und zwar ist das einmal ein Kollagen-Peptid. Und zwar macht das Skin, Hair and Nail Support, Health Joints and Bones, also okay, ich übersetze es kurz für die, die nicht Englisch können. Also sozusagen die Haut durchfeuchten für Haare, Haut und Nägel, Unterstützung, 20 Gramm Kollagen per Serving. Und ihr wisst ja, Kollagen ist das, was die Haut so ein bisschen aufplustert, was die Haut gesund aussehen lässt und
Das ist jetzt unflavored und ich muss sagen, ich habe es noch nicht probiert. Ich bin so gespannt. Die ganzen Influencerinnen, die ganz großen von Woman's Best, die posten es ja täglich in ihre Stories und schreiben, man kann es wirklich mit allem mischen, mit Tee, mit Smoothie. Man kann es überall reingeben, damit es auch vielleicht ein bisschen besser schmeckt. Keine Ahnung, ich probiere es mal. Oder vielleicht, dass es nach mehr schmeckt. Und es ist glutenfrei, laktosefrei. So, dann geht es weiter mit den Jelly Beans. Die sind vegetarisch, da sind 120 Stück drinnen für 30 Tage. Also man nimmt davon 4 am Tag mit der Sorte Apple, Raspberry, Orange. Und die sehen so lustig aus, Leute, schaut mal. 171 Gramm und da sind drinnen Vitamin C, E, A, auch wieder Biotin, Zink, also echt gut. Und dann habe ich noch die Hair Vitamins, das sind ja die hier, die, was ich euch schon gezeigt habe, in einer anderen Sorte noch mit drinnen. Berry, Orange, Lemon und auch wieder für 30 Tage 60 Stück, also 2 pro Tag. Und ja, die Inhaltsstoffe habe ich euch schon gesagt. Also schaut da gerne mal vorbei, so ein Bundle zahlt sich echt aus. Übrigens, die Haarvitamine sind für längeres, stärkeres und dickeres Haar. Es schmeckt sehr gut, sind vegan und sind passend für jeden Haartypen. Und die Jelly Beans sind für allgemeine Gesundheit, Wellness und für das Immunsystem und für Vitamine und Mineralien für den Körper. So, das war jetzt mal hier dieses Beauty Bundle. Und ich musste es einfach probieren, Leute, weil es wurde schon so viel empfohlen auf Instagram, dass ich es mir einfach kaufen musste. Es war, glaube ich, 5 Euro günstiger. So, und dann hatte ich mir eigentlich noch für die Pancakes hier und auf Empfehlung meiner Schwester die Flavor Drops in Vanille gekauft. So sehen die aus. Da sind 30 Milliliter drinnen, was eigentlich völlig in Ordnung ist. 5 bis 10 Tropfen je Lebensmittel bzw. Getränk. Das werde ich noch ausprobieren, kann ich noch nicht empfehlen, ich kenne es noch nicht. Aber wenn der Geschmack so ist wie von dem Vanilla-Shake, dann, oh mein Gott, also dann eskaliert es, weil dann haue ich das überall rein, wo es nur geht. Leute, oh mein Gott, der Vanille-Geschmack von dem Shake ist einfach so gut. Und dann geht es jetzt noch weiter mit dem letzten Produkt. Ich weiß, es war so viel, tut mir leid, aber ja, ich liebe es. mit dem True Beauty, das ist mit Kollagen, Hyaluron, Vitamine und Mineralien. Vitamin A, D, Biotin, Kollagen, Hyaluron, Eisen, Kupfer, Mangan, Folsäure. Also wirklich richtig cool. Und da habt ihr pro Portion, also pro 10 Gramm, die da reinkommen, nur 36 Kalorien. Und das ist nämlich bei einem normalen Apfelsaft, bei einem Eistee oder so viel, viel mehr. Schauen wir mal Zucker. Zucker, oh mein Gott, 0,1 Gramm. 0,1 Gramm, also nix. So Leute, ich schaue mal, welche Produkte noch auf Woman's Best verfügbar sind und werde euch ein bisschen was verlinken. Ich schreibe euch unten meinen Empfehlungslink rein, da könnt ihr auch den mal benutzen, wenn ihr bestellen wollt. So Leute, das Video ist jetzt auch schon wieder zu Ende. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar, schon wie besprochen, und ein Abo. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid und sage Tschüss.